Im Stiftungsrat haben wir die Idee diskutiert, den Preis der Preisträger zu kreieren. Und ich denke, das Jubiläumsjahr ist ein guter Moment. Preis der Preisträger heißt, dass diese 100.000 nicht von der Stiftung gegeben werden, sondern von ehemaligen Preisträgern. Genau nach dem Motto von William Alphonse Deviche: To give back. Nun, das hört sich alles wunderbar an. Und wir wissen, unsere Preisträger haben meistens finanzielle Engpässe. Und es war nicht sicher, ob wir es schaffen. Aber wir haben es geschafft. Und ich bin sehr stolz auf meine, oder ich sage jetzt schon auf meine, oder? Also es ist ja verrückt, aber einige Preisträger sind ja älter als ich, oder? Anton, ist doch so. Hm? Also einige dieser Preisträger waren sehr großzügig, sind auch ein bisschen weiter fortgeschritten, aber es gab auch einen Preisträger, der uns was gegeben hat dazu, der erst letztes Jahr einen Preis gewonnen hat. Das finde ich ziemlich verrückt. Aber es hat mich sehr natürlich gefreut. Ich möchte diese Menschen, die auch zurückgeben, jetzt kurz, nur ganz kurz, euch präsentieren. Sie sind dann auch natürlich in unserer Broschüre erwähnt. Das ist sicher mal Anton Gunzinger mit über 70 Mitarbeitern heute. Preisträger 1990. Das ist also doch schon eine Zeit lang her, seit du hier warst, hier vorne. Heute darfst du wieder mal nach vorne kommen. Dann Kurt Scheer vom Flyer. Wir haben das Fahrrad, das ist die Nummer 2, ist dort ausgestellt. Das sieht heute ein bisschen anders aus. Und die Firma macht in etwa 100 Millionen Umsatz mit über 100 Mitarbeitern. 1996. Muss fairerweise sagen, das war ein Restart. Also der ganz, ganz ursprüngliche Preisträger ist das nicht mehr und trotzdem hat er uns eben was zurückgegeben. Igor Fisch, Selexis, hat Development Partnering Agreements mit der Pharma. Diese Firma entwickelt sich sehr gut. Wir haben auch einen Verwaltungsrat, glaube ich, auch Präsident. Nein, aber immerhin Mitglied des Verwaltungsrats, Investor Peter Pfister, ein anerkannter Business Angel, ist heute auch hier. Dann unser Star, nicht der Star der Schweiz schon fast, Joël Jeanmeret, seine Firma für über 200 Millionen verkauft, war auch Preisträger bei uns, hat zuerst gesagt, es sei heute hier, hat es dann leider nicht ganz geschafft. Er ist heute in Barcelona und führt eine Venture Capital Firma und hat sehr wahrscheinlich ein bisschen andere Schwierigkeiten gerade im Euroraum. Könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz so trivial ist, jetzt gerade in Spanien zu sein. Ich hoffe sehr, dass er zurückkommt. Ich bin eigentlich sogar sehr zuversichtlich, dass er in die Schweiz zurückkehrt und uns mit seinem Wissen, seinem Erfahrungsschatz weiterhilft. Also Glycard. Dann Andreas Emmenegger. Auch diese Firma, Molecular Partners, auf ganz, ganz gutem Weg. Andi ist auch hier heute. Er hat sich die Zeit genommen, um hier zu sein. Danke. Haben ein License Agreement mit Allergan, wert über 400 Millionen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja, plus minus, ja, wir sind großzügig heute. Ein tolles Projekt. Das war dieses Projekt, wo ich mal ein Coaching-Meeting hatte. Das waren 7 Personen. Ich habe gedacht, das kommt nicht gut. Oder 7 Gründer, in der Regel, das funktioniert nicht. Und bei denen funktioniert es noch heute, nicht ohne Auseinandersetzung, aber es geht weiter. Es sind immer noch alle 7 an Bord, wenn ich das richtig sehe, oder? Ah, okay, immerhin. So, und dann Jan Berchten mit Snowpulse. Er ist heute auch da, ich habe ihn irgendwo gesehen. Ja, er ist auch da. Das ist sein Rucksack. Dieser Lawinenrettungsrucksack. Heute ein Produkt der Mammutgruppe. Ja, sehr bekannt. Und er hat seine Firma verkauft und ist, soviel ich weiß, wenn ich richtig recherchiert und informiert bin, bereits an einem neuen Projekt. C'est ça? Tu travailles sur un nouveau projet? Voilà, c'est très bien. C'est ça qu'on veut.
Oder wenn mal eines geschafft hat, geht es nicht darum auszuruhen, sondern machen wir die nächste Firma. Das hat der Jan begriffen. Er hat uns aber nicht gesagt, zu welchem Preis er das verkauft hat, wobei wir als Beteiligte können das also nachrechnen, nicht wahr? Ja, er weiß es. Dann der Letzte, der uns eine Zuwendung gegeben hat, ich werde die Beträge nicht offenlegen, das haben wir so abgemacht, ist Lino Camponovo. Er ist dort auf dem Plakat, oder? Versteckt sich ein bisschen und hat auch sicher dank der Publizität von Dövische von letzten Jahr diese Finanzierungsrunde über 3,5 Millionen schließen können und ist fleißig am Entwickeln. So, das waren unsere 7 Ehemaligen, die einen Beitrag geleistet haben. Nun, meine Idee oder unsere Idee im Stiftungsrat ist es natürlich schon, dass das nicht einmalig sein soll. Nicht? Also, liebe Preisträger, gut zuhören jetzt. Nehmt euch den Lino als Vorbild. Es haben mir sehr viele geantwortet auf meine Anfrage, fast alle. Ich bin sehr hartnäckig. Fast alle haben irgendeinmal antworten müssen. Viele haben gesagt, ja, dieses Jahr ist nicht so gut, aber nächstes Jahr. Diese Mails habe ich alle in einem speziellen Ordner. Die nehme ich nächstes Jahr alle wieder nach vorne und schicke sie wieder, zur Erinnerung. So, und jetzt, wer hat diesen Preis gewonnen? Es ist ein Projekt aus dem Cleantech, das ist total natürlich in, oder? Das ist gut. CO2 ist ja auch ein tolles Thema, habt ihr euch da ausgewählt. Das ist Christoph Gebald, Jan Wurz, Berger, Burger, Bacher, ja. Ich bin ein bisschen, und dann noch Dominik Kronenberg. Darf ich euch bitten, nach vorne zu kommen? Es geht um Capturing CO2 from Air. Diese Röhre hier hatten Sie letztes Mal nicht dabei. Oder? Heute ist sie da. So, bitte. Danke. Sehr geehrter Stiftungsrat, sehr geehrte Stifter, sehr geehrte Gäste, willkommen zur Präsentation von Climeworks. Wir haben eine Technologie entwickelt, um CO2 aus atmosphärischer Luft abzuscheiden. Das ist die Luft, die Sie hier und überall sonst auf der Welt umgibt. Durchströmt man unser System mit atmosphärischer Luft, entstehen dabei 2 Produkte. Dies ist einerseits CO2-freie Luft und andererseits reines CO2. Hier sehen Sie ein Foto unserer industriellen Testanlage, die derzeit am Technopark Zürich läuft. Die Testanlage hat eine Größe etwa dieser Bühne und ist so sehr schwer zu transportieren, aber wurde schon besichtigt und die existiert. Wir möchten in diesem Jahr beginnen, unsere Technologie zu verkaufen, nämlich möchten wir es in der Gebäudetechnik lancieren. Wir Menschen atmen so viel CO2 aus, dass wir in einem standardmäßigen Büro die Luft schon in einer Stunde mit CO2 verschmutzen, sodass die Luft nach dieser Stunde komplett ausgewechselt werden muss. Dieser Luftwechsel geschieht heute durch großvolumiges und sehr teures Lüftungsequipment. Mit unserer Technologie ist es nun möglich, dieses CO2 selektiv aus der Raumluft zu entfernen und man kann so auf großvolumiges und teures Lüftungsequipment verzichten. Zu Ihrer Rechten sehen Sie hier ein Bild eines Climeworks Luftreinigers, den wir anfänglich für Sitzungszimmer und auch Klassenzimmer oder auch Räume wie diese verkaufen möchten. Meine Kollegen haben hier das Innenleben dieses Climeworks Luftreinigers mitgebracht. Neben der Gebäudetechnik möchten wir unser Produkt aber auch in anderen Bereichen, nämlich der Gewächshausdüngung, lancieren. In modernen Gewächshäusern wird CO2 injiziert, um das Pflanzenwachstum um bis zu 20% zu stimulieren. Wir können für diesen Case unsere Anlage direkt neben ein Gewächshaus installieren und so das CO2 kontinuierlich aus der Atmosphäre in das Gewächshaus einbringen. Unsere Vision ist allerdings die Bereitstellung von atmosphärischem CO2 für die Treibstoffherstellung. Schon heute ist es möglich, aus CO2, Wasser und Strom Treibstoffe herzustellen, wie zum Beispiel Benzin oder Kerosin. Verwendet man nun für diese Treibstoffherstellung das CO2 aus der Atmosphäre und als Stromquelle erneuerbare Energien, hat man sprichwörtlich Zugang zu einer unlimitierten Treibstoffquelle. Die
Uns wird häufig vorgeworfen, dieser Prozess sei nicht effizient. Die Effizienz von Strom nach Treibstoff bewegt sich im Bereich 60-70%. Das Team von das Management von Climeworks ist Dominik Kronenberg, Jan Wurzbacher, die beide hier sind, und ich. Weiter haben wir 5 Angestellte und 3 weitere Verwaltungsratmitglieder, die hier nicht gezeigt sind. Da fehlt eine wichtige Folie schon. Eine wichtige Motivation für unsere Unternehmung ist, dass wir sind alle 3 begeisterte Alpinsportler oder Outdoor-Sportler, und ich bin jetzt zwar erst seit 9 Jahren in der Schweiz, konnte aber in diesen 9 Jahren bei meinen etlichen Bergtouren schon einen signifikanten Wandel in der hiesigen Gletscherlandschaft feststellen, und dies treibt uns natürlich, ein innovatives und auch nachhaltiges Produkt zu lancieren. Hierfür möchten wir vor allem der De Vigier Stiftung für die ideelle und finanzielle Unterstützung und natürlich in diesem Fall den Stiftern dafür danken. Und ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, all unseren anderen Unterstützern an dieser Stelle zu danken. Vielen Dank. So, dieser Preis wird jetzt nicht von unserem Präsidenten übergeben, sondern Anton. Du hast die Urkunde, Lino, der Scheck, Andi, ja. Jan, c'est bon, là? Danke, Lino. So. Danke. Jetzt machen wir zuerst das Siegerfoto und dann habe ich noch ein paar Fragen an die... Sie sehen auch, die Farbe ist wieder anders. Das ist ganz bewusst so gewählt, dieser Wiedererkennungswert. Die haben den Preis im De Preisstifter gewonnen, das soll sich eben etablieren. So, jetzt Anton, ich gebe dir das Mikrofon. Wieso bist du hier dabei? Einfach mal ganz frisch. Ich meine, es wurde ja schon gesagt, also wenn man etwas erhalten hat, irgendwann möchte man auch wieder zurückgeben können, oder? Und ich hatte wirklich die Chance mit Bill De Vigier. Er ist wirklich Vollblut-Entrepreneur und Unternehmer. Und dieser Geist, also so, ebenso wichtig wie das Geld, war wahrscheinlich dieser Unternehmergeist, den er da verkörpert hat. Und das war für mich eigentlich ein wichtiger Anstoß. Und es ist gut rausgekommen. Ich habe es gewagt, hatte Glück und es kam gut raus. Und jetzt darf ich natürlich... Gerne gebe ich etwas zurück, ja. Ja. Danke. La même chose en français. Pourquoi tu es là? Bonjour. Je suis là justement parce que j'apprécie justement l'idée que l'argent, ben, l'idée c'est surtout de l'utiliser pour réaliser des rêves. Et vu que j'ai réussi à gagner une fois, ben, l'idée c'est de renaître une partie et de donner à d'autres la chance de vivre leur rêve. Merci, Jan. Jetzt kommt vielleicht die Frage, die schwierigste Frage, oder für Lino Camponovo, weil er erst letztes Jahr gewonnen hat, nicht? Wieso bist du heute da, Lino? Ja, das hat eigentlich 2 Gründe. Ein Grund ist, dass ich nicht gerne Sachen auf das nächste Jahr verschiebe. Wie viele meiner Kollegen, was erledigt ist, ist erledigt. Wir haben auch ein bisschen Glück gehabt. Wir haben ziemlich gut finanziert und wir haben uns gesagt, ein bisschen was möchten wir gerne weitergeben. Und ich hoffe, dass das ein bisschen einen Dominoeffekt ergibt bei den anderen Firmen, die kürzlich den De Vigier-Preis gewonnen haben. Herzlichen Dank. Und jetzt vielleicht noch Andi. Wieso bist du heute da? Ja, als CFO, oder? Solltest du ja haushälterisch mit dem Geld umgehen. Aber im Namen unserer Firma und 50 Kollegen, die wir haben, möchten wir das weitergeben, was wir mit Dank De Vigier auch erreicht haben, weil der Name De Vigier birgt für was. Auch dank diesem Preis, den wir erhalten haben, konnten wir reputable Finanzinvestoren an Land ziehen und auch, glaube ich, auch
die unser Geschäftsmodell etwas weiter validieren. Wir wollen das weitergeben und ich glaube, der Preis hilft euch auch ganz bestimmt, dass ihr hoffentlich an die richtigen Gelder rankommt und weiterhin Vollgas gibt. Das ist für uns der Haupttreiber, weitergeben und Dankeschön sagen auch. Ja. Danke, Andi.